Jetzt kommt ein super Spiel. Ich erkläre euch einmal die Regeln zu diesem Superspiel. Ihr wollt diese Show, dann solltet ihr euch schon mal mit dem Team anfreunden. Die große Frage, Fremde oder Freunde? Ich spiele jetzt nacheinander mit jedem und jeder Einzelnen von euch eine Schnellfragerunde, die nach insgesamt 15 Fragen endet oder sobald ihr 8 richtig beantwortet habt. Insgesamt habt ihr für die ganzen 15 Fragen 90 Sekunden Zeit. Parallel zu meinen Fragen müsst ihr allerdings versuchen, möglichst viele Menschen aus dem Studioteam kennenzulernen, nein, die nicht im On sind. Guck mal, Niki kommt jetzt rein und gibt euch einmal so Post-its. Damit markiert ihr quasi eure neuen Freundinnen oder Freunde. Damit sind die dann aber auch für die anderen gesperrt. Und je mehr Leute ihr habt, desto besser. Weil jede Frage, die ihr richtig beantwortet, bekommt ihr nur dann einen Punkt für, wenn ihr dann am Ende auch eine Person mit Funktion benennen könnt. Und Klaas wiederum hat natürlich jetzt einen riesen Vorteil, weil er hier das halbe Team kennt. Oder was? Ja, da musst du doch jetzt nicht so rumpussern. Deswegen machen wir es bei Klaas nicht mit dem Team. Keine Ahnung, noch nie gesehen. Deswegen machen wir es bei Klaas nicht mit dem Team wie bei euch, sondern Klaas muss das Publikum kennenlernen. Okay. Ihr bekommt jetzt noch Kopfhörer, die habt ihr schon da liegen, damit ihr mich gut hört, falls ihr irgendwo rumrennt. Und ich würde mit dir, Sarah, anfangen, aus dem einfachen Grund, weil du die wenigsten Punkte hast. Oh, und danke, schöne Pity-Party hier. Bist du ready? I don't know, yeah. Dann kommt hier dein Startsignal. Wie nennt man Teilzeit-VegetarierInnen, die ab und zu aber doch... Flexitarier. Richtig. Bei welcher Zahl muss man bei Mau Mau üblicherweise 2 ziehen? Was? Bei welcher Zahl muss man bei Mau Mau üblicherweise 2 ziehen? Bei 7. Richtig. 3,5 Stunden sind wie viele Minuten? Ich bin Security. Security. Salvatore Security. Mike, Warm-Upper. Ha! 3,5 Stunden sind wie viele Minuten? Security, Warm-Upper. Niki, Regie. Nächste Frage. Aus welchem Disney-Klassiker stammt der Song mit der Textzeile Die rosa Elefanten sind unterwegs? Weiß ich nicht. Nächste. Par, Birdie und Bogey sind Begriffe aus welcher Sportart? Was? Par, Birdie und Bogey sind Begriffe aus welcher Sportart? Tanzen? Nein, also Golf. Wenn ich durch den Gotthardtunnel fahre, befinde ich mich in welchem Land? In der Schweiz. Richtig. Kanzlerkandidat welcher Partei war der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Bundestagswahl 2009? SPD. Richtig. Für welchen Film wurde Will Smith mit seinem bislang einzigen Oscar ausgezeichnet? Will Smith Oscar. Was, nochmal? Für welchen Film wurde Will Smith mit seinem bislang einzigen Oscar ausgezeichnet? 12 Years a Slave. Nein, King Scheiße. Richard. Wenn ich die Serie Dark in der Originalversion gucke, welche Sprache wird dann hauptsächlich gesprochen? Dark. Dark in Originalsprache. Originalton. Englisch. Was hast du gesagt? Englisch. Nein, Deutsch wäre richtig. Wie heißt du? Zeit ist vorbei. Zeit vorbei. Du kannst gerne nach vorne kommen. Alle die von Sarah markiert wurden, dürfen einmal zu mir kommen. Du hattest 4 richtig beantwortet. Okay, dann kommen alle 4 her. Das heißt, maximal 4 Punkte kannst du holen. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich glaube, ich fliege gleich raus. Nein, alles gut. Okay. Niki, Regieassistenz, Studio. Richtig? 1 Punkt. Mike, Warm-Upper. Weiterer Punkt. Salvatore, Security. Richtig. Hanna, Aufnahmeleitung, Studio. Punkt. Ja. 4 Punkte, 4 richtige. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Lena, du ziehst als Nächste in Studio hier hinten ein und suchst dir Leute raus. Komm mal, jetzt lernst du alle mal kennen, mit denen du jetzt über die Wochen hier im Studio bist. Ready? Ja. Super, dann kommt hier dein Startsignal. Wie nennt man Menschen, die sich vegetarisch ernähren, allerdings manchmal Fisch essen? Pescetaria, wie heißt du? Richtig. Welche 25-Punkte-Würfe beim Kniffel sind Würfelkombinationen wie 4-4, 5-5-5 oder 1-1-1-6-6? Full House. Richtig. Wie heißt du? Ich heiße Günther. 4,5 Stunden
sind wie viele Minuten? Julian Günther. Weiter. Aus welchem Film stammt der Song mit der Textzeile ne? Ich möchte gehen wie du, stehen wie du? Weiter. Ass, Lob und Cross sind Begriffe aus welcher Sportart? Jackie, und was machst du? Runner. Sag nochmal, Joko. Ass, Lob und Cross. Weiter. Wenn ich in Frankreich durch den Eurotunnel fahre, komme ich in welchem Nicht-EU-Land wieder ans Tageslicht? Was machst du? Hostess. Wenn ich in Frankreich durch den Eurotunnel fahre, komme ich in welchem Nicht-EU-Land wieder ans Tageslicht? Von Frankreich fahre ich durch den Tunnel, wohin? 10 Sekunden noch. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Welcher Partei gehört unser Finanzminister Christian Lindner an? Ich stehe auf dem Schlauch. Komm. Für welchen Film wurde Brendan Fraser mit seinem bislang einzigen... Zeit ist vorbei. Mein Gehirn. Setz dich gerne auf deinen Platz. 2 Punkte gilt es zu holen. Alles gut. Ey, es ist Multitasking und es ist die Hölle. Kommt bitte gerne einmal nach vorne, alle, die von Lena markiert wurden. Du hast 2 mögliche Punkte, die du holen kannst und 4 Leute zur Auswahl, die dir diese 2 Punkte holen können. Das ist gut. Ja, du hast mehr Leute. Also es gibt einmal meinen Namensvetter Günther, der ist Kranführer. Ist das so? Korrekt. Sagt man Kranführer tatsächlich auch bei euch? Kranfahrer, Kranführer. Ja, Kranführer. Günther ist Kranführer, Kranfahrer. Und dann gibt es Julian, den Fotograf. Dann gibt es Jenny, die Hostess, ganz links. Und Jackie ist, habe ich vergessen, aber ist ja egal. Ich habe ja nur 2 richtig beantwortet. Alles gut, aber es war schon sehr beeindruckend, wo es eins mehr Runner-Wäse gewesen. Das habe ich sogar noch mitbekommen. Aber ich habe es auch leichter da vorne. Oh. 2 Punkte, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Deine 2 Punkte Danke. Hast du gut geschrieben bekommen. So, Klaas Häufer-Umlauf, das Team kennst du. Du lernst jetzt das Publikum kennen. Du sagst mir, wenn du ready bist, dann kommt dein Startsignal und wir legen los. Okay, ich bin ready. Wie nennt man Menschen, die sich nicht nur vegan, sondern ausschließlich auf der Basis von Früchten ernähren? Frutarier. Richtig. Welcher Wurf führt beim Monopoly dazu, dass man erneut würfeln darf? Bei Monopoly? Pasch. Pasch ist richtig. 2,5 Stunden sind wie viele Minuten? Josephine, Schauspielerin. 250. Falsch, 150. Ach. Aus welchem Disney-Film stammt der Song mit der Textzeile "Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern"? König der Löwen. Richtig. Lars, Vertragsmanager. Foul, Base und Home Run sind Begriffe aus welcher Sportart? Baseball. Richtig. Jasmin aus der Tasche. Wenn ich durch den neuen oder den alten Elbtunnel fahre, befinde ich mich in welcher deutschen Stadt? Hamburg. Richtig. Welcher Partei gehörten bzw. gehören 5 der 9 bisherigen Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen an? CDU. Richtig. Was? Alicia Versicherung. Für welchen Film wurde Brad Pitt mit seinem bislang einzigen Oscar als Darsteller ausgezeichnet? Hier Tarantino, weiß ich nicht, ich hab vergessen, wie der heißt. Wenn ich die Once Upon a Time, wenn ich die Serie Squid Game in der Originalversion gucke, welche Sprache wird dann hauptsächlich gesprochen? Welcher Film? Squid Game. Koreanisch. Koreanisch ist richtig. Noch 10 Sekunden. Wie heißen die beiden Pferde von Bibi und Tina? Amadeus und Sabrina. Acht richtige Antworten. Geh gerne auf deinen Platz. Alle, die von Klaas markiert wurden, kommen bitte einmal vor. 2, 4, 6, 7 maximal. Herzlich willkommen. Hallo. Darf ich schnell sagen, welche ich setz will? Setz dich auch gerne hin, einfach der Fairness halber, dass ich... Aber musst du so durchgehen oder kann ich... Ich fange hier vorne an. Albert Architekt. Richtig? Jo. Thies. Aber was macht der? Versicherungsangestellter. Nein. Versicherungsangestellte Alicia? Richtig.
Komplett gelöscht, sorry. Wie wäre es richtig? Jasmin aus der Tanzschule. Jasmin aus der Tanzschule. Lars. Ja. Vertragsarbeiter. Vertragsmanager. Ja. Sehr gut, dass ihr ehrlich seid. Du bist Schauspielerin, aber ich habe keine Ahnung, wie du heißt. Witzig, wusste ich auch. Name? Josephine. Josephine. Susanne, Journalistin. Juhu! Wow! Vier! Das ist sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Euer Applaus. Klar sieht man sogar an den Haaren an, dass das Spiel anstrengend war. Das war Points for Freunds. So, jetzt ist das hier vorbei, aber ihr sagt so, oh, da will ich jetzt eine ganze Folge von sehen. Kein Problem, da oben bei Join.